Herzlich willkommen bei Smoke Wolkes Bastelecke. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, meinen Worten und den Bildern zu folgen. Die Antje hat wieder Post bekommen von der Firma Geekvape. Und da würde ich sagen, wir machen noch Nachschlag bei der Verlosung. Das heißt, ich habe da zwei bekommen. Und sag mal, den schwarzen stelle ich euch vor, den lasst ihr noch zu. Und alle beide schmeiß ich mit in die Verlosung, die ich ja im letzten Live angekündigt habe. Aber erstaunlicherweise hat nur eine Person bisher mitgemacht. Ich meine, dauert ja bis zum 31. diesen Monats und dann wird der Gewinner bekannt gegeben. Ja, der wird sich dann freuen, wenn kein weiterer, wirklich kein weiterer mitmacht, dann schreibe ich denjenigen an, er soll sich bei mir melden, dann soll er 7,90 Euro bezahlen für Versand und dann packe ich alles in einen Karton, inklusive der zwei hier, und schicke ihm die. Und das war dann mit Sicherheit die letzte Verlosung, die ich gemacht habe für EZIG. Und alles Weitere wird sich dann zeigen, was Dianche mit dem Kanal hier noch so anstellt. Und jetzt würde ich sagen, schalten wir mal um auf die Kamera da oben. So, wir fangen mal mit dem Inhalt an. Flip, Top, Cap, Top, Füllsystem, Leakproof, Top, Airflow, System. Was das jetzt heißt, weiß ich auch nicht. Z-Coil with Double Service Life. Was auch immer das bedeutet. Tankkapazität 5,5 Milliliter. Und was ist drin? Einmal der Atomizer mit 5,5 Milliliter. Dann zweimal Geekvape Z Serie Coil. 0,15 Ohm, 70 bis 85 Watt vorinstalliert. Und 0,4 Ohm, 50 bis 60 Watt. Dann ein Coil Tool, dann einmal Spare Parts Pack und einmal Spare Class Tube 5,5 Milliliter. So, seitlich steht nichts Besonderes drauf. Da ist einmal der Verdampfer, einmal das Ersatzglas. Dann schauen wir mal hier rein. Garantiekarte etc. pp. Einmal Feuchtigkeitsentziehen. Dann hier ist das Tool drin, Ersatzdichtungen, hier ist der eine Coil, Bedienungsanleitung, Entschuldigung, schauen wir mal, ob es auch in Deutsch ist, ja, in Deutsch auch, wie man das Liquid einfüllt,
wie man ihn zerlegt, etc. pp. Glaube ich, brauche ich euch im Einzelnen nicht zu erklären. So. So, Ersatzglas, wie man wechselt, glaube ich, brauche ich nicht erklären. Ist auch völlig uninteressant. So, jetzt gucken wir einmal. Fahre ich wieder ein bisschen näher, ob hier irgendwo was zu sehen ist. Zwecks Kippen. Aber man schleppt ja keine Pinzette mit sich rum. So, man kann erkennen, wenn man da reinschaut, dass es ein Meshcoil ist. Man muss also sich merken, Airflow rumdrehen und da, wo Geekweb steht, kann man ihn nach vorne schieben. Da ist die Nase, die da irgendwo einhakt. Keine Ahnung, wo der sich arretiert. Ach da, da sind die Häkchen auf beiden Seiten, wo er sich da reinsetzt und kann nicht von alleine aufgehen. So, jetzt mal gucken, wenn das Drehtipp drin ist, ob er dann trotzdem aufgeht. Ja, muss man also nicht runternehmen. Liquid einfüllen, nicht hier, sondern hier in den Löchern. Ups, mein Gott. Nicht hier einfüllen, sondern hier. Und da entweicht die Luft. So, ich zeige euch da mal näher, da steht doch was drauf. Also man kann sich da raussuchen. Seht ihr, wo man Liquid einfüllt. Da kann man einfüllen, dann entweicht da die Luft oder halt umgekehrt. Also gar nicht viel zu beachten. So, ich habe den 04er hier rausgenommen und habe ihn getauscht. Und jetzt kommt, wie gesagt, der 04er hier rein. Ja, habe ich wieder vergessen. Vorträufeln ist immer ein bisschen besser. Dann braucht man, wenn man den Tank gefüllt hat, braucht man nicht so lange warten und kann sofort losdampfen. Dann setzt man den ein. Zack. Entschuldigung, war wieder aus dem Bild gerutscht. Dreht man den unten zu. So, eine Liquidkontrolle beim Einfluss haben wir nicht. Das heißt also, wenn man ihn befüllt, sollte man sich ein bisschen beeilen, vor allen Dingen, wenn man ihn schon gedampft hat. Man will ihn ja nicht übersättigen. Und ihr seht, wie problemlos man da Liquid einfüllen kann. So, es kommt da schon hoch. Zack, zu. Man braucht kein Zeber, kein Tempo, nichts. Einfach füllen, fertig. So, dann wollen wir mal gucken.
Ihr seht, da passt er locker drauf. Da ist noch jede Menge Platz rundherum. Oder aber ist ja nicht so, als wenn wir nur ein Akkuträger von GeekVape hätten. Und auch da ist noch ein wenig Luft. Der Tank hat folgende Abmessungen. Ja, ihr seht, nicht viel, 24, 23, 5, also Platz satt. So, dann würde ich sagen, wir kommen mal zum Dampfen. So, und ich zeige euch auch, dass ich euch hier nicht beschwindel. 0,41 Ohm und ich habe mal auf 22,2 Power eingestellt und los geht's. So, 22 Watt ist ein bisschen wenig und die Airflow ganz minimal offen. Die ist schön schwergängig. Beim Einstellen kann sich also nicht, wenn man sie in eine Tasche tut, verstellen. Aber 22 Watt ist ein bisschen wenig. So, das könnt ihr da kaum erkennen. 25 Watt. Geschmacklich schon gut. Gehen wir mal noch höher. Auf 30. Ja, durch das Spiegeln kann man das schlecht sehen, aber ihr könnt mir glauben. Ihr seht, bei 30 Watt macht er schon richtig Hölle an Dampf und geschmacklich holla die Waldfee. Also würde ich sagen, kommen wir zum Es geht los, Leute. Wir fangen an mit 50 Watt. Stelle ich mal hoch, dass ich dazu auch was sagen kann. Ist ja ganz wichtig, ne? So, da seht ihr 50 Watt. Macht die Airflow auch ein bisschen weiter auf. Also ihr seht, für Cloud Chaser ist das Ding auch hammermäßig gut. Wir machen die Airflow wieder zu. Geschmacklich ist das Ding eine Rakete. So, und ich stelle mal wieder auf. Kleine Leistung, 26, macht die Airflow ganz zu. Also minimal auf. Na gut, da geht dann der Geschmack natürlich ein bisschen baden. Airflow ein bisschen weiter auf. Schmeckt aber schon. Aber da ich mein Liquid kenne,
bin ich der Meinung, 30 Watt, dann geht die Post schon ab. Und geschmacklich wirklich eine Bombe. Das heißt, der Verdampfer ist top. Hat sich Geek Papers einfallen lassen. Sämtliche Colts der Z-Serie passt hier rein, so dass man für sich den optimalen Coil finden kann. Und jetzt würde ich sagen, wer auch immer bei dem Spiel mitmacht, ich wünsche viel Glück und drück euch die Daumen, dass ihr da einen von bekommt. Mir bleibt jetzt nur noch eins zu sagen. Tschüss, bye bye, winke, winke, sagt eure Diane, die Smogwolke, und tschüssi und weg. Bis dann, bye.